Jetzt geht's weiter. Nee, jetzt geht's weiter mit Leonie von Reclaim Your Face. Hallo. Ja, ich bin Leonie. Ich wurde als von Reclaim Your Face angekündigt. Da gehöre ich auch dazu, aber ich arbeite für Algorithm Watch. Ich weiß nicht, wie viele von euch uns kennen, aber wir sind eine Forschungs- und Advocacy-Organisation zu automatisierten Entscheidungssystemen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und aus gutem Grund sind wir deshalb auch Mitglied der Reclaim Your Face-Kampagne, die sich für ein Verbot von automatisierten Gesichtserkennungssystemen im öffentlichen Raum in der ganzen EU einsetzt. Und entsprechend habe ich euch Fotos mitgebracht, die hier so ein bisschen durchlaufen. Die sind von einer Aktion, die wir heute gemacht haben. Wir haben Statuen in vielen Städten Deutschlands und auch in der Schweiz mit Papiertüten verhüllt, weil wir haben gehört, die haben keine Lust mehr auf öffentliche Räume, die ständig überwacht werden und wo sie die ganze Zeit identifiziert und überwacht werden. Und uns geht es so ein bisschen wie den Statuen auch, weil wir das ganz schön gefährlich finden, im öffentlichen Raum verfolgt zu werden. Also gerade wenn man überlegt, dass im öffentlichen Raum auch Kirchen sind oder Moscheen und die Eingänge zu Gesundheitszentren oder zu Anwaltskanzleien oder Eingänge zu Anwaltsbüros. Oder Demonstrationen oder Streiks, also alles Orte, wo wir echt keine Lust haben, identifiziert zu werden und wo es wichtig ist, dass wir da nicht identifiziert und überwacht werden, weil wir da unsere Freiheits- und Grundrechte ausleben. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir auch in dieser Woche diese Aktion gemacht haben, weil am 10. Dezember der Tag der Menschenrechte ist, um sozusagen nochmal das in Erinnerung zu rufen. Und die neue Bundesregierung auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, dass sie auf europäischer Ebene so ein Verbot durchsetzt. Genau. Nochmal zur Wiederholung vielleicht, oder ich weiß nicht, wie viele euch schon so gut auskennen mit der Kampagne. Also wir fordern, dass es keine anlasslose Überwachung gibt, also inkludiert kein One-to-Many-Matching. Das heißt, ich oder jemand anders, eine Einzelperson, soll nicht in einer Masse identifiziert werden. Also mein Gesicht soll nicht in einer Masse von anderen Daten in einer Datenbank abgeglichen werden, weil das ist genau das, was sozusagen biometrische Massenüberwachung ermöglicht. Und was sozusagen unsere Freiheitsrechte einschränken würde. Und wir von Algorithm Watch beschäftigen uns eben sehr viel mit den Entwicklungen auf europäischer Ebene. Wir haben in den letzten 2 Jahren immer den Automating Society Report rausgebracht. Da haben wir sozusagen eine Bestandsaufnahme gemacht der automatisierten Systeme, die so in Europa eingesetzt werden. Der letzte Report von 2020 hat gezeigt, dass sozusagen Gesichtserkennung der am stärksten wachsende Anteil ist von automatisierten Systemen in Europa. Also die findet man wirklich überall, you name it. Schulen, Casinos, natürlich bei der Polizei, an Bahnhöfen, in Stadien. Das heißt, es breitet sich rasant aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass es sozusagen auf europäischer Ebene auch eine Regelung dafür gibt. Was aktuell gerade viel diskutiert wird, ist der EU AI Act, also die europäische KI-Verordnung, die meine Kolleginnen im Policy-Team bei uns sehr detailliert verfolgen. Und das wäre sozusagen theoretisch eine Möglichkeit, das zu verbieten, diese biometrischen Erkennungstechnologien und ihr Einsatz. Aber ein komplettes Verbot wird da gar nicht diskutiert. Also es geht gerade eigentlich nur um den Verbot von dem Einsatz dieser Technologien für Strafverfolgungszwecke. Und selbst da werden gerade immer wieder größere Schlupflöcher groß. Also da geht es dann nur um, ja, okay, es soll nur
in Echtzeit verboten werden oder nur aus der Ferne, aber nicht sozusagen im Nachhinein oder also in der Nähe von Personen mit indirekter Sichtweite. Und zum Beispiel könnten auch private Unternehmen im Auftrag von Behörden trotzdem zu Strafverfolgungszwecken, also ein privates Unternehmen im Auftrag von der Polizei theoretisch könnte diese Überwachung übernehmen. Also die Schlupflöcher sind groß. Und was jetzt hinzukommt in der Debatte, ist, dass dieser ganze Blumenstrauß von Terrorismusbekämpfung und nationaler Sicherheit als Ausnahme gelten soll und davon nicht gedeckt werden soll. Das heißt, es ist auf dieser Ebene sind es harte Kämpfe und ein allgemeines Verbot dieser Technologien steht gar nicht wirklich zur Debatte. Alles, was über Strafverfolgungszwecke hinausgeht, wird als High-Risk-Einsatz sozusagen gewertet und da gibt es dann sozusagen viele Prüfungen und Kontrollmechanismen, die vorgesehen sind in diesem Gesetzesentwurf. Diese Prüfungslast oder Kontrolllast liegt aber meistens eher bei den Herstellern dieser Technologien und nicht bei den Behörden, die sie dann tatsächlich einsetzen. Das heißt sozusagen so eine Prüfung, ob durch den Einsatz dieser Technologien Grundrechte missachtet werden, die ist gerade nicht vorgesehen. Also wir fordern das mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Algorithm Watch fordert das in so offenem Brief. Aber das ist gerade noch nicht vorgesehen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen den Druck von der Straße. Und wir brauchen diese Kampagne und wir brauchen diese europäische Bürgerinitiative Reclaim Your Face, die sozusagen ein EU-weites Blanket-Ban dieser Technologie und dem Einsatz dieser Technologien fordert. So. Und das wird hart, aber zum Jahresende wollen wir euch noch ein bisschen Hoffnung machen, zum Beispiel mit dieser Aktion, die heute relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir bleiben von Algorithm Watch da auf jeden Fall weiter dran und wir verfolgen die Verhandlungen. Ihr könnt also sozusagen unseren Newsletter gerne abonnieren, wenn ihr weiter informiert bleiben wollt. Und wir machen auch mit Reclaim Your Face weiter. Ich habe gehört, dass da irgendwie demnächst ein Video vielleicht kommt. Kleiner Spoiler Alert. Stay tuned. Genau, und diese Stofftaschen, die ihr vielleicht hier oben in diesen Videos schon gesehen habt, in diesem laufenden Fotoshow, die könnt ihr bestellen bei uns und sozusagen die Kampagne nochmal verbreiten und ein Zeichen setzen gegen Gesichtserkennung und uns natürlich auch unterstützen. Genau, das war's von mir. Ich weiß nicht, kommen jetzt direkt Fragen oder erst später? Ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr Lust drauf habt. Wie viele Leute haben denn ungefähr mitgemacht? Weißt du das? Wie viele Leute haben so Bilder reingeschickt? Also wir waren jetzt, also wie viele Leute weiß ich nicht genau, aber wir haben Fotos aus 12 Städten bekommen. Ja, genau. Also Zürich, Basel, Hamburg, Kiel, Bremen, Münster, Braunschweig, Göttingen, ja, genau, also ich vergesse bestimmt ein paar, aber es waren schon einige, genau, wir hatten einen stressigen Tag, die ganzen Fotos zu bearbeiten, aber es hat auch voll Spaß gemacht. Sehr cool. Und wie lange geht das jetzt noch? Wenn ihr wollt, eigentlich noch die ganze Woche. Heute war so der Hauptaktionstag, aber heute Nachmittag kamen jetzt auch noch Fotos aus Budapest rein. Das heißt, ich glaube, die Leute haben auch so ein bisschen Bock gekriegt, als sie jetzt das gesehen haben online. Wir nehmen die ganze Woche noch Fotos an. Cool, okay. Ich habe auch Bock gekriegt. Ja, super. In Wolfsburg bin ich rumgelaufen. Nice. Dann vielen Dank dir für den Vortrag. Jo, danke.